So, moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Ghostwire Tokyo. Und wir müssen noch ein Turbinenrad und ein duftendes Unterweltöl finden. Das sind die Aufgaben der letzten Folge gewesen. Und genau da knüpfen wir jetzt auch an. Beziehungsweise war da nicht noch irgendwas hier? Warte mal. Ah, guck mal hier. Habe ich schon wieder ganz vergessen. Ah, guck mal hier. Pass mal auf. Pass mal auf. Wir machen zuerst mal die Tori weg. Bevor ich das vergesse. Das war es doch. Genau, da war doch noch was. Das habe ich schon wieder fast ganz vergessen. Das will ich natürlich noch mitnehmen. Und es ist wieder ein Tag vergangen. Ich habe immer noch ein bisschen Schnupfen. Nicht mehr so schlimm wie gestern. Hallo? Da ist was. Hallo? 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 Ah! Hier sind so viele Monster, dass ich lieber keine Aufmerksamkeit erregen wollte. Ach Mensch! Ich dachte mir, wenn ich Grabstein bin, bringt mir das bestimmt jemand etwas Schönes. Alles war gut, bis ihr mich auffliegen lassen habt. Woher wusstet ihr es? Sagt schon, ich habe ganz sicher keine Spuren hinterlassen. Tja, da haben wir jetzt einen gefunden. Lustig. Das heißt, das sind gar keine Nebenquests gewesen hier. Mit dieser Pfote, den hatten wir doch schon mal irgendwo hier. Warte mal. Das war weiter oben irgendwo. Oder? Bin ich jetzt doof? Wahrscheinlich bin ich doof. Keine Ahnung. Das war ja diese Mission, die hatten wir noch relativ am Anfang, wo uns der kleine Waschbär aufgetragen hat, seine Gang zu finden. Ich glaube nicht, dass ich das alles noch während des Let's Plays schaffe. Ich würde halt gern alles mitnehmen. Oh. Ich würde halt gern alles mitnehmen, was das Let's Play bietet. Aber da kann ich euch jetzt schon sagen, das würde ewig dauern. Aus dem Grund, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Also seid nicht gedrückt. Hallo. Wow. Das war Stealth 1000. Hey, sag mal, du Hackfresse. Oh, oh, war das knapp. Ja, weiß ich. Okay. Was willst du denn? Du hast mal ganz die Klappe, ey. Du hast gar nichts zu melden. Gut. Komm, helf mir doch mehr von denen. So. Also ich hoffe ja echt, dass ich dieses Motorrad später auch mal selbst fahren darf. Das wäre ziemlich cool. Eine Gabe der Verzweiflung. Schau her, heute opferte ich 5000 Yen. Wenn mir das kein Glück bringt, dann weiß ich auch nicht. Jetzt kann er mich gar nicht abweisen. Oha, ich verstehe. Ich möchte LP generieren, ich möchte SK regenerieren, ich möchte mehr Statuen finden. Etwas auf unserer Seite. Proviantkette, okay. Benutze ich jetzt nicht, aber ist nicht so schlimm. So. Ja. Aha, guck mal. Ich muss sagen, ich finde das mit diesen Statuen, dass man das so machen kann, extrem cool. Wahrscheinlich das mit diesem Waschbären finden, das hat er wahrscheinlich deshalb nicht angezeigt, weil ich wahrscheinlich, gerade keine... Oh, sorry. Weil ich wahrscheinlich das hier in dem Gebiet schon gemacht habe. Klappe halten einfach. So.
Wo sind die Geister? Hä? Wo? Hier stand doch gerade irgendwo was. Ach, da hinten. Ach, Junge. Ich bin echt blind manchmal, ne? Manchmal bin ich echt blind. Oh. Boah, cool. Boah, geil. Boah. Wenn das wirklich jede Tankstelle hätte, ne? Alter Schwede. Boah. Alter, das wäre ein Traum. Das wäre echt ein Traum. Haben wir hier noch was Schönes? Oh. Was ist das? Jitte. Eine Selbstverteidigungswaffe, die während der Edo-Zeit von japanischen Polizisten eingesetzt wurde. Oh, okay. Cool. Umgucken bringt was. Umgucken bringt was, Leute. Merkt euch das. Sag gerade ich. Der gefühlt immer sagt, ach komm, macht jetzt gerade keinen Sinn. Machen wir später oder so. Oh. Sehr schön. In diesen Zeiten? Ja, na klar. So. Oh, mein Schnupfen wird nicht besser, ey. Ich weiß auch nicht. Also, er ist besser geworden, aber nur minimal. Komm, eben Geister abliefern. Yo. Oh yeah. Hat ja was gebracht. Halleluja. Mensch. Guck mal an. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, okay. Fertigkeiten. 10. Okay, hier können wir jetzt nichts aufwerten. Hier auch nicht. Machen wir es mit dem Proviant. Dann kommt nächstes Mal das hier noch und dann sparen wir. Nutze es weise, Klein. Nö, da habe ich keinen Bock drauf. Tschüss. Hab keinen Bock auf euch. Oh Gott. Hallo? Ruft da. Und ruft. Hallo. Sag mal, hakt's bei dir? Akito. Akito mag mich nicht. Akito hat einfach keinen Bock drauf. Hallo. So. Ja, lass uns. Ich würde sagen, wir machen das jetzt wirklich so, dass wir jetzt erstmal alles aufleveln mit 10 Punkten, was geht. Und dann wirklich sagen, dass wir mal wirklich 4-5 Levelaufstiege nur sparen. Und, das würde ich vernünftig finden, weil dann können wir 2-3 Verbesserungen mal am ein Stück machen. Wir müssen vor allem mehr von KKs Berichten finden. Das würde schon extrem helfen. Ich weiß ja auch nicht, wie viel wir brauchen am Ende, um Hanya zu besiegen. Oder ob wir irgendwie... Ist das wieder... Nee, ist nicht auf dem Dach, ne? Was wir brauchen oder wie gut wir... Welchen Level wir brauchen, damit wir Hanya besiegen können. Was hältst du von diesem Ort? Ich komme mir vor wie in einem Film. Ja, junge Leute verirren sich kaum in diese Gegend. Wow. Sehr gut. So langsam kommt man echt rein mit diesen ganzen Kombis. Also das ist echt gut, sich zu überlegen, wann man welchen Angriff einsetzt. Ich frage mich, ob es aber noch einen vierten Angriff gibt. Das wäre ziemlich cool. Weil die drei sind schon ziemlich geil und eigentlich ausreichend. Aber so ein vierter wäre noch echt geil. Oh ja, Feuerkette. Feuerkette Stufe 2, sehr schön. Dann macht das Ding jetzt auch nochmal ein bisschen mehr Damage. Genau das finde ich gut. So, was gibt's hier denn Neues? Nix? Toll. Okay. War ein Versuch wert. So. Dann machen wir einmal noch den hier.
Und dann kümmern wir uns mal um das duftende Unterweltöl, meine lieben Freunde. Ich bin ja sowieso sehr gespannt, wie die da diese großen Typen da aufhalten wollen. Das ist mir auch noch ein Rätsel. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich meine, gut. Ja. Oh, nee. Da hampelt schon wieder irgendwas rum. Hinter mir. Gar keinen Bock drauf jetzt. Also ich habe auch zufällig mal bei Keith Jordan so reingeguckt. Der hat das ja auch Let's Played, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja. Und der hatte tatsächlich, ich habe mir das bei ihm angeguckt, bei ihm sieht es sogar noch einen Ticken besser aus als bei mir. Alter, es müsste viel mehr Spiele geben, die in Japan spielen. Zum Beispiel auch, ja, so Need for Speed in Japan würde ich absolut feiern. Also, ich sag mal so, du siehst, dass kein Raytracing an ist. Obwohl, weißt du, was ich krass finde? Wenn du mal guckst, es spiegelt sich halt trotzdem im Boden. Das finde ich gut. Alle Höhlen sollen ins Nichts zurückkehren. Und mit ihnen auch die wandernden Seelen der Gefallenen. Jedoch, warum soll alles im Nichts enden? Warum glauben wir, sie könnten nicht gerettet werden? Ich strebe wieder nach. Hanya ist wieder am Labern, ey. Na toll, mehr Besuch. Partycrasher, ich sie hasse. Hallo? Oh, da hinten! Hell no! Runter! Okay, hier ist es echt schwierig, weil das so weit aufgeteilt ist. Mann, bin ich kaputt. Das war echt. Ja, aber relativ knapp, weil das Problem ist, es war halt einfach ein bisschen komisch aufgeteilt. Ich muss sagen, aber in dieser Open World liegt schon ein bisschen Liebe. Also das Spiel hat schon eine schöne Atmosphäre. Also schön in dem Sinne jetzt natürlich nicht, aber diese Welt wirkt gut, muss ich sagen. Also diese Open World wirkt wirklich sehr gut und stabil. Die passt einfach zum Geschehen. Also du merkst halt einfach, die haben sich hier wirklich Mühe gegeben. Es sieht halt wirklich echt gut aus. Und auch, obwohl Raytracing aus ist, sieht das Spiel trotzdem echt noch gut aus. Also, und es spiegelt sich auch vieles im Boden. Vielleicht nicht so schön wie bei Raytracing, aber es spiegelt sich auch sowas im Boden. Das ist schon wirklich geil. Ich meine, ich habe Raytracing nur ausgemacht. Ich habe es auch mal tatsächlich mal im Offscreen mal aus Spaß getestet. Im Offscreen scheint mein... Oh, Junge... Hallo. Was ist ein blödes Vieh, ey. Ja, richtige Quälgeister gewesen, ey. Also ich habe es mal im Offscreen mal aus Spaß ausprobiert. Ich habe einfach mal einen neuen Spielstand angefangen und habe wirklich nochmal probiert, mal so die erste halbe Stunde mal mit Raytracing zu zocken. Das funktioniert einwandfrei. Das Problem ist hier einfach nur, dass das wegen dem Aufnehmen nicht so gut funktioniert, weil das wahrscheinlich viel wird für meinen PC, denke ich mal. Und wir haben es ja gesehen, in Folge 2 war das, glaube ich, wo dann auch das Spiel abgekackt ist zweimal. Ich will es halt nicht unbedingt so herausfordern. Oh, da oben. Ja, komm, das hier können wir auch nochmal eben mitnehmen.
Hä? Ach, da oben. Könnten wir auf das Gebäude springen? Sicher? Ja. Das machen wir gleich. Ich will jetzt erstmal noch diesen einen Dings befreien. Wenn wir schon dabei sind, dann kannst du es auch mal eben machen. So, weißt du, das ist jetzt nicht so die Welt. Denke ich zumindest. Oh, super. Herrgott nochmal. Oh ne, die Alte ist wieder da. Oh. So, sehr schön. Ach nee, ich muss ja erstmal das Tori reinigen, auch Mensch. Bleibt einfach weg von mir. Oh, wie das ist. Was will der Fettwanst jetzt von mir? Oh, Junge! So ein Fettwanz in der Ecke. Der muss natürlich Stress schieben. So. La la la. Oh, wir können wieder beten. Sehr schön. Wir möchten natürlich wieder 500 spenden und würden gerne Tanuki. Oh, es ist schwierig. Weil die Tanuki sind auch schon echt nicht schlecht. Aber ich glaube, das haben wir schon ver... Richtig gebetet? Natürlich. Oh, Windkette. Sehr schön. Das Problem ist halt, bei den Tanukis, das sind die Waschbären. Das bringt mir jetzt in dem Fall wenig, weil wir das schon von Anfang an hätten, glaube ich, machen sollen. Weil wir jetzt dadurch einfach viel zu wenig, Tanukis hätten am Ende des Spiels. Und ich so, ich glaube, weißt du, ganz ehrlich, wenn ich sie finden wollen würde, dann könnte ich auch einfach nochmal bei YouTube ein Tutorial gucken, ne? Besser gesagt, so ein Video, wo man die finden kann. Jetzt muss ich nur irgendwie auf die Autobahn. Da war ich doch schon mal irgendwie. Gott, wie bin ich da hochgekommen? Frage ist eigentlich, wie bin ich da runtergekommen? Zumindest im Vergleich zum Kagerie. So, nochmal abliefern hier. Jo. Ja, Akito und seine Schwester. Schwester. Hä? Reicht das noch nicht für den Levelaufstieg? Toll. Ach ja. Boah, das muss aber auch Abfuck sein, wenn du hier so stehst, Alter, willst du ein bisschen... Kann ich den... Nö. Gut. Du bist ja auch ein bisschen Abfuck, wenn du hier stehst, willst du deine Ruhe haben. Die fahren ständig Autos an der Autobahn vorbei. Sehr skurrile Bauweise, aber trotzdem. Also ich muss schon sagen, die Map macht schon ihren Eindruck. Also die hat schon... Das ist schon cool. Das ist wirklich schon ziemlich cool. Also da steckt Liebe und Arbeit drin, definitiv. Aber trotzdem, liebes EA, wenn ihr nochmal Need for Speed macht, macht eins in Japan bzw. in Tokio. Und gebt euch Mühe, lasst euch 2-3 Jahre Zeit, macht ein richtig fettes Spiel daraus, Alter. Und es muss keine heftige Story sein, aber es muss einfach
geil sein, verstehst du? Es muss einfach geil sein und kein Pay-to-Win-Scheiß. Ja, die letzten Need for Speeds haben mich einfach nicht so mitgenommen. Und auch grafisch müsste sich da mal was verbessern. Glücksgriff. Ich habe den Omar Mori gespielt und einen Top-Champion bekommen. Es ist Tamaga King. Hier, schau mal. Okay. Was auch immer das heißt. Hier sind schon diese komischen Sachen an der Wende, ey. Dann wollen wir doch mal ein bisschen duftendes Unterweltöl sammeln. Vorausgezielt kriegen wir was. Oh! LOL! Okay. Die Unterwelt ist nah. Wenn wir drin sind, kommen wir nicht so einfach wieder raus. Bist du soweit? Ich verstehe. Klingt, als wärst du bereit. Gut. Ich verstehe. Es wird also eine etwas längere Geschichte. Aber es macht nichts. Ich bin doof, ich hätte nochmal nach der Statue gucken sollen. Irgendwen, den du gerne wiedersehen möchtest? Bei mir wär's mein Großvater. Wir könnten gemeinsam Kappa jagen. Bei mir meine Eltern. Deine... Sorry, das wusste ich nicht. Boah, geil. Okay, das sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Das sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Boah, also hier würde ich, also wenn ich könnte, ne, sage ich euch ganz ehrlich, ich würde hier hinziehen. Keine Menschenseele, hast du Essen und Trinken, ich würde hier mein Leben chillen. Alter Schwede. So viel Verderbnis. Wenn Ed recht hat, sollten wir hier irgendwo das Unterweltöl finden. Wir haben Gesellschaft. I see. Aha, jetzt. Ein Kill hätte es noch gebraucht. Ach, da. Da war aber noch ein bisschen Kohle. So. Sehr schön. Boah, hier ist echt chillig. Ich meine, es ist echt ein bisschen duster. Könnte ab und zu mal die Sonne scheinen, aber sonst ist schön hier. Sonst ist echt schön hier. Boah, ey. Boah, ohne Scheiß, ich liebe sowas. Das hat einfach was richtig Beruhigendes. Gut, die Viecher hier jetzt nicht, aber... Aha. Also, wir werden wahrscheinlich gleich wieder von KK aufgeteilt, schätze ich. Wenn ich das so sehe. Da sind Geister. Hallo? Komm mal her. Boah. Hä? Ach, da. Ach, lol, jetzt brauchen wir noch einen Hit durch die Windkette. Ach, wie cool. Wo? Jetzt habe ich außer den Taschenlampe angemacht. Da. So. Hallo? Oh, da ist schon wieder die so eine alte. Das bringt nichts. Ah!
Boah. Ah, Drecksvieh. Okay, die Gegner sind schon fies. So. Ach, Junge. Schlimm. So, mitnehmen und hoch da. Boah, chillig, Alter, da würde ich gerne wohnen. Alter, das wäre richtig geil. For real, also ich würde, also wenn das ein bisschen, wenn die Sonne ein bisschen mehr scheinen würde, würde ich mich hier richtig wohlfühlen. Alter Schwede, deine Ruhe vor allem. Oh, das war wohl das Öl. Oh, scheiße. Wir wollen es uns nicht leicht machen, was? Uns bleibt nichts anderes übrig. Zumindest fürs Erste. Oh, es ist so cool gemacht. Ich liebe solche Sequenzen. Okay. Da kommt doch bestimmt gleich wieder was. Ja. Oh, was? Was bist du? Ih. Komm her. Alter, was bist du für ein Vieh, ey? Nein, voll daneben. Oh! Ach nein, das ist das Vieh. Boah, shit. Boah. Alter. Boah, okay, das war jetzt ein bisschen... Puh. Ich dachte schon, ich kriege das nicht hin. Wie gesagt, die Gegner sind halt deswegen nur so einfach zu besiegen, weil ich es auf leicht gestellt habe. Ich denke mal, es wäre deutlich schwerer, würden wir es auf mittel oder auf schwer spielen, denke ich mal. So. Oh nein, was kommt jetzt? Ah. Okay. Oh. Wir sind hier fertig. Wenigstens hat er Spaß. Ach, guck mal, der verkauft uns Sachen. Nee, du, danke, ich hab genug erstmal. Also, die Talismane zu benutzen wäre sinnvoll. Theoretisch gesehen. Aber ich glaube, in unserem Fall, wenn wir es auf leicht spielen, macht es keinen Sinn. Verderbnis kommt zurück. Das erklärt, warum die meisten nicht von dir zurückkehren. Ja. KK, da hast du komplett recht. Ich glaube, wir müssen Hanya, glaube ich, besiegen. Ich glaube, das klappt sonst einfach nicht. Das nehme ich noch mit. Isoda. Ja, du wieder. Oh, was? Die Alte auch noch? Du hast recht. Ah! Oh, du Scheiße! Fuck you! Friss! Lauf, 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 das war knapp. Da sind wir nochmal davon gekommen. Boah.
Alter! Hey, ich glaube, du bist stark genug für deine Fertigkeit. Ich lass dich entscheiden, was du lernen willst. Boah, Junge! Alter! Ja, ich hab grad ein bisschen Arschwasser gehabt, ne? Sag ich euch ganz ehrlich. Huh! 10 Punkte, so. Dann einmal das hier und jetzt sparen wir. Auch wenn ich die Talismane so nicht benutze. Dann sparen wir jetzt einfach mal. So. Finde ein Turbinenrad ist unsere nächste Mission. Haben wir hier noch irgendwie... Wir haben doch irgendwas angesagt mit da unten, da, da unten, da unten. Da möchten wir natürlich gerne hin. Die nächste Mission wäre da oben. Das heißt, wir können eigentlich auch dieses... Ding hier mal freischalten. Das machen wir auch, glaube ich, nächste Folge. Und dann gehen wir dahin, 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 dann machen wir die nächste Mission. Das klingt doch nach einem Wort, oder? Das klingt nach einem Wort. Ja, mein Deutsch ist auch wieder completely im Ass. So, Leute, ich würde sagen... Deine Schwester, seid also ganz allein? Genau. Verstehe. Dann müssen wir ihr erst recht helfen. Ja. Das machen wir auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns zur nächsten Runde von Ghostwire Tokyo. Ich danke euch ganz viel fürs Einschalten und dann haut rein.